Okay, dann gehen wir gleich mal duschen, würde ich sagen. Und dann, ich glaube, Frikadella ist schon wieder zu Hause, ne? Nee, noch nicht. Aber gleich. Ich frage mich. Nee, komm. Frikadella kommt jetzt nach Hause, verdammt. Schnell nach Hause. Frikadella, können wir die noch aufhalten? Frikadella, die soll nicht sehen, dass Fridolin nämlich gerade, dass Fridolin gerade unterwegs ist. Die schicken wir dann vielleicht nochmal. Die hat ja noch ein bisschen Ausdauer. Die können wir jetzt vielleicht mal zu Kunibert schicken. Kuni? Oppis ist gerade nicht da. Ja, dann vielleicht können wir sie auch trotzdem schon mal hinschicken einfach. Wieso will die eigentlich zu Oppis? Die soll doch gar nicht zu Oppis. Hier hingehen. Das Rezept Kekse lesen. Das kann sie eigentlich auch machen. Das kann sie aber auch hier vor dem Schlömpelhaus machen. Solange sie auf Kunibert wartet. Dann kriegt sie mich nicht mit, dass Fridolin ausgebüxt ist. Die geht jetzt aber nicht wirklich, ne? Die fährt schon Auto, oder? Gut. Hätte mich ja auch gewundert, alles andere. Wenn sie ja so einen Gewaltmarsch hinlegt. So, erstmal schön hier. Lecker Melone in den Hals. Steck ich mir einfach in die Hosentasche. Gar kein Problem. Zwei Melonen in die Hosentasche fällt bei meinen beiden auch nicht mehr auf. So, hier, da nochmal pflücken und da nochmal mit dem Zwicker ran und da vielleicht. Oh. Gut, Oppis hat mich nicht gesehen. Ich habe mich auch ganz klein gemacht. Ninja-Style. Dag, dag. Ach, das war Kopfsalat. Ist gar keine. Ach, na gut. So, können wir jetzt vielleicht den Schlömpelhaushalt besuchen? Na, also. Oh. Hallo, Hallöchen. Ach, guck mal. Ihre neue Kluft ist ja cool. Ist jetzt eine richtige Köchin, die kleine Frikadella. Oh, der Kunibert. Ach, der geht nach Hause gerade. Ist natürlich doof. Super. Ach, der geht immer noch nach Hause. So, Kunibert. Freundschaftlich begrüßen. Geh aus dem Weg, Adolf. Mutti hat Business. Ey, du bist voll scheiße. Oh, du kleiner Scherzhaken. So, hier nichts anhören von Oppis, sondern hier schön freundlich, spezial, romantisch, lustig. Wie verstehen sich die beiden inzwischen? Immer noch nicht so toll. Romantisch. Kompliment über Charakter, romantisch über Aussehen. Romantisch. Flirten. Cabby D's! Ey, Kuni, alte Fritte, du bist schon lecker Zuckerguss-Spätzchen. Ey, das geht mir voll nah. Ey, deine Glatze erinnert mich an Schuppertschups, Alter. Die mag ich voll gerne. Ich würde dich gerne mal vernaschen mit einer Eispeise, verstehst du? Kunibert, schön hier geblieben. Du wirst gerade, und so, Blumen geben, ja lustig, können wir vielleicht nochmal lustige Geschichte erzählen. Freundlich, vielleicht nochmal tratschen. Können wir nicht, Geheimnis verraten, können wir auch über Arbeit beschweren, von Arbeit schwärmen. Freundlich, plaudern und dann wieder schnell romantisch, romantisch, Anmachspruch. Rudi, hör mal, ich hab Smarties in meiner Umlaufbahn. Yum, yum, yum. Und für dich würde ich mir sogar einen Laken in meinen Kopf ziehen und dein Mäuschen sein. Na, geht dir ein Licht auf, Alter, was ich meine? Na? Ja, jetzt sag doch mal. Bist du dumm? Was will die? Also pass mal auf, ich finde das total rührend, ne, mit uns beiden, wie das damals war, das war ganz schön doof. Aber ich will mal keinen Film schieben oder hier gute Miene zum bösen Spiel machen, sondern lass uns doch mal wieder ein bisschen schnackseln, Alter. Du schiebst ja echt einen ganz schönen Film. Ich bin voll müde und du quatsch mich hier auf der Hauskante voll, verstehst du das? Ey, ich sag doch, gute Miene, böses Spiel, Alter, komm doch mal frisch. Du hast voll die Sternchenaugen und damit meine ich nicht... Ach hier, Tränenmond sind Stimmungsschwankungen vorbei.
Frikadeller Schlömpel hat geerntet. Fridolin, was macht der? Der badet gerade. Das ist sehr gut. Tränenmond pennt. Ist auch gut. Okay, weiter. Also, Stern Patrick Star, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Also, ich kann dir ja mal ein bisschen hier, mit Zunge und so übers Gesicht fahren, ne? Du hast da ein bisschen Schokolade auf der Stirn. Hat er gerade wirklich gemacht? So, um Verabredung bitten. Ja, das wird hier langsam alles sehr skurril. Was haben wir hier? Was ist das da? Mit Kunibert Schlömpel in die Sterne schauen. Na komm, darauf verzichte ich sogar auf die Pizza. Und das will was heißen bei Frikadella. Ein paar Simoleons schnorren lassen wir heute mal großzügigerweise aus. Denn sie möchte sich etwas ganz anderes von ihm stehlen. Lalalalala. Und was das wird, das wisst ihr schon. So, ich bin hier gerade, ich bin hier wieder fröhlich. Um Verabredung bitten und anschließend könnte man doch hier mal romantisch schön hier, wo ist denn das hier, in die Sterne schauen. Erstmal einen koketten Witz natürlich reindrücken und dann schön da. Ich quatsch hier irgendwas ohne Sprechblase, aber ist ganz egal. Es ist irgendwas, womit ich an eine Wurstpelle komme, Alter. Ich hab Beef hier im Haus. Ich würde gern was unternehmen, aber ich muss gleich arbeiten. Wie wäre es, wenn wir später was zusammen machen? Frikadella Schlömpel hat Kunibert Schlömpel in eine Verabredung gebeten und wurde abgewiesen. Diese Demütigung wird schwer zu vergessen sein, aber immerhin hat sie es versucht. Ja, denn wer es nicht versucht, der kann auch kein Ja kriegen. So ist das nämlich. Oder wie das da heißt, der komische Spruch. Oh, das Furzgeräusch dabei war auch allerliebst. Ey, aber zumindest könnte ich mal einen fahren lassen, oder? Wir können auch in die Wolken schauen, wenn du magst. Also, notfalls nehme ich dich auch am Patschähnchen und führe dich gleich ins Bett. Was? Nee, komm, lass mal lieber in die Sterne gucken. Was? Sterne gucken? Hier. Na, jetzt aber. So, dann hier hinsetzen. Ja, das geht schon ganz gut. Ach ja, guck mal. Ich liebe die Nachtruhe. Die ist immer so poetisch. Ach ja, komm, ich leg mich mal ein bisschen hier hin. Du strahlst so eine Wärme ab einfach. Ach, der Klonibert. Ja, und jetzt? Ich langweile mich ein bisschen. Ich glaube, mir ist gerade ein Grashüpfer in die Hose gekrochen. Ja. Rede doch mal mit mir. Ach, jetzt schreibt er da irgendwas. So, aber. Irgendwie. Ich muss kacken. Wow, ne? Also, ich fand das bei Fridolin. Bei Fridolin und Sabrina fand ich das irgendwie ein bisschen romantischer als bei Kuni und Frikadella. Und ich frage mich gerade, wie die beiden wohl als junges Pärchen damals zusammen waren. Wäre ja auch mal interessant. Und ich frage mich, ob sie vielleicht die Augenbrauen für beide trägt. Weil irgendwie bei ihm ist da irgendwie, naja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall super romantisch, wenn der Klonibert hier nicht rumlaufen würde. Ey, so langsam. Ja, hast du recht, steh ich mal wieder auf. Oh, ist das süß. So, pass auf, kann sie denn hier vielleicht... Die kann ja gar nicht übernachten, weil es ja auch gar nicht ein Gästebett gibt. Na gut, dann verabschieden geht hier gar nicht. Verliebt umarmen, komm. Ey, komm mal ran hier, du geiles Schnitzel. Ich würde dich gern panieren. Stambado. Was? Panieren! Ich hab Hunger! Ich will... Was hat die da gerade... Hat die gerade einen Frosch gegessen? Was war denn das gerade? Oh, und die muss das Rezept unbedingt lernen. Gut, okay. Was hat die gerade gegessen? Ich weiß es nicht. Okay, pass mal auf. Dann hier Geheimnisse eines Meisterkochs lesen. Das ist so.
So, ich gehe jetzt schön was lesen. Du kannst ja pennen gehen, wenn du willst. Ja, dann lege ich mich erstmal schön auf meine biologisch abbaubare Supermatratze hier. Erstmal schön ein Bettchen machen und jetzt hier entkleiden. Oder warte, ich glaube, ich chill einfach ein bisschen. Ach ja, ach ja. Ja, was für ein Tag. Ja. Lege ich mich mit Gummistiefeln aufs Bett, kein Problem. So, Fricker, wie sieht's denn aus? Oh, Energie sieht natürlich spitze aus bei dir. Oh, 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 oh. So, sie ist im Bett, hat aber super Hunger und es ist schon 2 Uhr morgens. Hui. Lies schneller. Okay, pass auf, ich spule mal ein bisschen vor. Noch hat sie ein kleines bisschen Energie, da spule ich sogar noch mal ein bisschen vor. Und da sieht man langsam den Balken steigen über der Mütze und dann kann sie ja gleich mal pennen gehen und muss dann am nächsten Morgen eben weiterlesen. Und der Oppis steht einfach auf, um Frikadella rauszuschmeißen. Naja, 3:30, kann man verstehen. Ah, Frikadella hat, glaube ich, den Salat gegessen, den Kopfsalat. Pass mal auf, du fährst jetzt erstmal nach Hause und gehst erstmal pennen. Und anschließend kannst du gerne lernen, dann fällt es dir wahrscheinlich auch leichter. So, hier, alte Ranzkarre und ab dafür. Au! Hat mich geschnitten, die Sau. Quietsch, quietsch, quietsch. Need for Speed für Arme. Und der Fernseher ist kaputt. Das darf doch nicht wahr sein. Also der Schlömpelhauser, wieso ist sie denn wach? Ach, weil sie ausgeschlafen ist um 4.13 Uhr. Hervorragend. Dann kann sie ja eben nochmal schnell duschen gehen. So, Spaß. Naja, kann sie jetzt nicht haben, weil der Computer natürlich da im Schlafzimmer steht. Und sie muss auf jeden Fall was essen und dann ins Bett. Was ist denn das da? Kann sich mal einen Teller nehmen und anschließend... schlafen. Ja! Frikadella dreht ab, weil der Fernseher im Arsch ist. Na, ist ja kein Wunder. So, Tränenmond. Bevor du jetzt baden gehst, stellst du mal eben die Reste weg. Hier Reste wegstellen, dann kannst du gerne ein... Nimmst du auch mal ein Bad, nimmst jetzt mal. Ach, hör auf! Der Schlömpelhaushalt, das ist doch unfassbar. Hier ist alles im Arsch immer. Das kann doch nicht sein, das ist doch schon am Zufall vorbei. Das ist doch hier schon ein Fluch einfach. Wahrscheinlich hat Tränenmond nicht genug Babys geopfert oder was weiß ich, was die da macht. Ich hoffe, mich beobachtet niemand. Ach, das ist schön warm. So, mein Bein mal wieder epilieren. Die 3 Haare des Teufels. So, Frikadella geht pennen. Hier bleibt alles, wie es ist. Ist ja auch in Ordnung. Vielleicht kann man den Fernseher auch mal ausmachen. So, qualmen tut er nicht mehr. Theoretisch könnte man Techniker rufen, aber um die Zeit ist das natürlich auch so eine Sache. Was machen wir denn jetzt mit... Ich muss mich mal anders hinsetzen. Ja, hinsetzen. Was machen wir denn jetzt in der Zeit? Was will sie denn? 2 weitere Merkmale von Kunibert erfahren und natürlich den Kunstbildschirmfernseher reparieren. Das würdest du wahrscheinlich gerne selber machen. Da hole ich aber mal wieder den Techniker lieber ran. Schreiben. Duck Dodgers ist traurig, weiterschreiben. Naja, dann hat sie ja wenigstens was zu tun. Und den ganzen anderen Ranz, was hier so knötet, ist übrigens mein Stuhl im Hintergrund. Da knarzt immer, wenn ich mich bewege. Und sie kann ja weiterschreiben hier. Mit einem Bild von sich selbst.